So, dann gucken wir mal. Die Tür geht gar nicht auf durch das Ding. Oh, doch, ist das verzögert gewesen. Oh, komisch. So, du kommst da mal raus. Das können wir uns eigentlich sparen mit der Giftwolke. Denn die Jungs hier kratzt das gar nicht. Zack, zack. Komm, nächster Feuerball. Oder Feuersbrunst oder was auch immer. Ah, jetzt müsste aber eigentlich gleich mal umkippen. So, jetzt. Ja, mit Ansage. So. Hier war das lang. So, Tür bleibt auf. Gut. Keine Schalter. Oh, ich höre mehr Legionäre. Irgendwo hier. Hä? Das macht keinen Sinn. Hier sind sie leise. Jetzt sind sie weg. Hm. Weil eigentlich haben wir da ja schon aufgeräumt. Da dürften gar keine sein. Außer die respawnen wirklich irgendwann. Ah, jetzt wird's wieder laut. Und da... Oh. Ja. Okay, das könnte schmerzhaft werden. Also, Feuerball. Komm, zu der Seite. Ah, zu früh. Ja, die Flächenwirkung ist echt super. Ich hoffe mal, das Mana reicht jetzt aber für die Jungs. Ich glaube, es ist nur noch einer oder zwei. Ach, war nur einer. Gut, dann halt auf die altbewährte Tour. Hauen, weglaufen. Oder ich teste mal was. Wir wollen ja immer was Neues rausfinden über das Spiel. Also laufe ich jetzt mal weg, so schnell wie meine Echsen, Minotauren und Insektenbeine mich tragen können. Die Tür geht nicht zu. Hm. Na gut, dann teste ich jetzt erstens, ob die Typen mit uns hinterherlaufen und uns gleich im Schlaf wecken. Und zweitens, ob die die Lebenspunkte regenerieren oder nicht. Denn wenn ich da jetzt gleich hinlaufe und nach ein, zwei Feuerwehren... Wow! Gott! So viel zu Punkt Nummer 1. Sie verfolgen einen und man kann im Schlaf gestört werden. Oh, das habe ich jetzt echt nicht gebraucht. So. Und das war zu Punkt Nummer... Oh. Das war zu Punkt Nummer 2. Sie regenerieren keine Lebenspunkte. Das heißt, wir können irgendwas anhauen, in einen ganz anderen Teil des Dungeons gehen, später wiederkommen und die haben noch genauso viele Lebenspunkte wie zu dem Zeitpunkt, wo wir sie verlassen haben. Jedenfalls kann man darauf schließen. Wirklich sagen kann man es nicht, denn wir waren ja nur 5 Minuten oder was von denen weg. Je nachdem, wie lange das Schlafen dauert. Aber ja. In kurzer Zeit regenerieren sie jedenfalls nicht viel. Das können wir auf jeden Fall sagen. Ja, ich wurde gerade so ein bisschen müde, aber von 4 Lanzen ins Gesicht geweckt zu werden, mitten im Dunkeln, hat mich dann doch ein wenig aufgeweckt. So, Fackel wieder in die Hand. So, was haben die Jungs denn bewacht? Ein Gesicht. Na gut, das gucken wir uns später an. Da geht's auch weiter. Oh, was haben wir denn hier? Ja, mehr Legionäre. Und der ist jetzt alleine. Auch wenn es nicht wirklich viel Unterschied macht, ob man gegen ein oder vier kämpft, denn man braucht genauso viel Mana. Oh, da war gerade ein kritischer. 41, der war sogar gar nicht mal so schlecht. Da er ja im Schnitt so 20 macht, ist anzunehmen, dass kritische Treffer einfach nur den Schaden verdoppeln. Also, das heißt einfach nur. Es ist schon schick. Schon gut. So, jetzt haben wir eine Kiste. Und da stopfen wir das ganze Essen rein. Aber erstmal gucken wir, was hier drin ist. Eine leichte Lederrüstung, kriegt der Dieb. Eine Rolle des Giftschildes. Ah, die kriegt unser Erdmagier. Ein Heiltrank. Und das war's. Na gut, dann verteilen wir mal das ganze Essen in die Kiste. Das sind andere Pilze, die sind nicht essbar. Oder doch, sind auch essbar. Hm. Na gut, das Essen da auch noch rein. Das auch. Ne, Heiltrank nicht. So. Das sieht doch gut aus.
So. Also, du warst nur Deko. Das kann weg. Hier ist sonst nichts. Gut, dann haben wir jetzt die Qual der Wahl. Gucken wir da rein oder gucken wir da rein? Ich glaube, ich gucke erstmal da rein. Denn wirklich viel Platz ist da ja nicht. So, spuckst du jetzt Giftpfeile? Nö, Tür geht auch nicht auf. Was steht hier? Nur der geduldige Mann kann besiegen des Dämons Blick. Das ist wohl der Dämon. Und ein geduldiger Mann wartet einfach. Mal gucken, ob was kommt. Sonst mache ich mich gerade zum Deppen, weil ich eine Dämonenfratze anstarre. Ah. Wow. Ja. Also ein geduldiger Mann erschreckt sich auch schnell, wenn er stundenlang auf eine Dämonenfratze starrt. So, kommt her, Jungs. Wir haben auch genug Mana, dann seid ihr absolut kein Problem. Stehst du denn noch? Dummer Legionär. Peaks. Chikna kriegt ein Level. Jo. Was machen wir denn da mal? Wir könnten alles auf Feuer setzen, aber. Nee. Ich bin eher dafür, wir setzen ein paar Punkte in Spellcraft. Ja, zumal dann ja auch mit Stufe 5 da irgendwelche zwei Zaubersprüche freigeschaltet werden. Das klingt schon ganz nett. Also ja, 5 Punkte da und ein Punkt noch in Feuer. In der Hoffnung, dass unsere Feuerzauber dadurch wirklich mehr Schaden machen. So, und was haben die Jungs jetzt bewacht? Ein Secret mit Feuerbomben. Die kenne ich doch auch noch aus Dungeon Master. So, und jetzt haben wir nur noch den Weg da lang. Kette ziehen. Und die Fackel gibt schon langsam den Geist auf. Hm? Ja. Ist schon nur noch dimm, also gedämmt. Oder gedimmt. Oh, noch ein Sack. Schön, schön. Was haben wir da drin? Schriftrolle und... Mörser und Meißel. Also können wir wirklich Alchemie betreiben. Das ist doch super. Das kriegt unser Erdmagier. Zusammen mit den Flaschen, mit den Kräutern. Schriftrolle. Trank der Heilung. Eine Flasche und ein Tarbeet. Das ist eins von den Kräutern. Und ein Gegengift. Eine Flasche und eine Nessel. Schön, schön. Da ist das Tarbeet und... alle Tabits und da sind die Nesseln. Gut, gut. Was haben wir da noch? Da haben wir die Flaschen. Probieren wir gleich mal aus. Eine Flasche und ein Tabit müsste einen Heiltrank geben. Jo. Machen wir gleich mal noch einen. So. Und die kommen jetzt alle schön immer oben links ins Inventar. Wo soll man schon verteilen? Oben links ins Inventar, damit sie bei jedem Helden schnell zu erreichen ist. Nicht, dass ich bei dem Helden da gucken muss und bei dem da unten und so weiter. So ist das schon ganz gut. So. Und hier geht's runter. Wenn wir die Fackel wegnehmen. Und die Fackel brauchen wir ja eh gleich. Ja, jetzt flackert schon ein bisschen doller. Das heißt, du kommst weg. Du kommst in die Hand. Feuerball vorbereiten, Giftwolke vorbereiten und dann wären wir mit der Etage hier fertig. Schön, schön. Dann geht's jetzt runter in die Säule des Lichts. Ja. Hier sind überall Fackelhalterungen. Und eine Fackel. Kommt erstmal mit. Geht nur da lang zu der Tür.
kein Schalter. Okay. Eine einsame Säule aus Licht steht allein in der Nacht. Hier waren überall Halterungen. Also da eine Fackel. Nö. Okay, dann vielleicht einmal um die Säule rumfackeln. Haben wir dafür überhaupt genug? Ich wollte nicht die Fackel reinstecken, die ich in der Hand habe. Dann haben wir kein Licht mehr. Ah, da ist noch eine. Und ja, die Tür geht auf. Schön, schön. Und was zum Töten? Kommst du? Ja. Zack, 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 zack. Und die Giftwolke scheint nur am Anfang viel Schaden zu machen. Und je länger sie besteht, desto weniger Schaden macht sie. Also ganz so toll ist die dann doch nicht. Aber vielleicht wird der Schaden später ja noch extremer. Oder wir treffen auf langsamere Gegner, wo sich das dann richtig rentiert. Was haben wir hier? Eine Frostbombe. Kriegt man alles der Dieb. Da schon die Feuerbombe, die Frostbombe fehlt eigentlich nur die Giftbombe. So. Wow, was war das denn? Ein Eispfeil? Wirks, zurück, zurück, zurück. Na gut, machen wir hier erstmal einen Cut und in der nächsten Folge knüpfen wir uns diesen komischen Gegner vor, der mit Eispfeilen von sich schießt. Bis gleich.